Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Poker MMO. Mein Name ist Angel Fly Dave LP und mit mir dabei als Together Partner ist der LTP, hört und ja, nach viel Schwierigkeiten jetzt diese Aufnahme zu beginnen, haben wir es doch endlich hingekriegt, ne Dave? Ja, und ich muss auch natürlich sagen, warum wir jetzt hier sind und warum wir jetzt auf drei Orten haben. Das hat damit was zu tun. Ich habe meinen PC neu aufgesetzt gehabt und habe auch die Festplatte ausgetauscht und da waren halt noch die Daten drin. Konnte sie leider auch nicht mehr retten. Ich hoffe, das ist nicht weiterhin schlimm. Viel habt ihr eigentlich nicht verpasst. Ansonsten guckt bei mir. Aber genau. Oder das Let's Play ist sowieso noch lang. Was ich mir auch überlegt habe, ist, dass wir, was der Edit natürlich schon hat vor mir, ein Shiny Pack zu kaufen. Womit man halt eine höhere Rate hat, Shinies zu kriegen. Was wir hier schon mal gezeigt haben, ich kann es ja mal ganz kurz zeigen. Gift Shop und da diesen Donator-Status für 7 Tage für 1000 Reward Points sind, glaube ich, ca. 7 Euro. Den hatte ich mir mal gekauft. Hab den jetzt auch schon fast vollständig verbraucht, muss man dazu sagen. Und ich habe nicht einen einzigen Shiny. Hat sich super gelohnt. Dankeschön dafür. Was kann ich noch sagen? Ich hatte getauscht. Ich hatte ja, wie gesagt, ich hatte ja wirklich so 6 Stunden habe ich sogar versucht, ein Shiny-Pokémon zu finden. Und derzeit habe ich den Chat auch ein bisschen beobachtet, da wurden Pokémon verschenkt. Unter anderem habe ich jetzt einen Magneton Level 31 und einen Dodo Level 24. Aber das setzt zwar nicht ein, ne? Wenn wir irgendwie gegeneinander mal wieder campen oder so. Mal gucken. Arschied. Mal gucken. Oh, war Turtle gegen einen Mute. Gegen einen Noob. Ja, Noob. Noob vor allem. Alles klar, so, dann fange ich jetzt auch mal gleich meinen Arena-Kampf an. Ich habe jetzt die ganze Zeit noch davor gestanden. So, zack. Yep. Aber bei uns ist auch immer sehr ausgeglichen von der Story her, ne? Mal bist du weiter, mal bin ich ein bisschen weiter. Du hast ja halt immer. Was? Ja, wo wir das eine Mal gesprochen hatten, hast du auf einmal schon mal einen Diktar gefangen und trainiert, oder was das da war. Ja, und? Das ist ganz normal, das ist nicht Cheaten. Ich hab die ganze Zeit rumgestanden, hab nichts getan. Tja, man muss auch arbeiten. Ja, natürlich. Ich hab da relaxed. Ganz entspannt. XP-Point. Play the fated picnicker Caitlin. No, you too much. Dankeschön für Geld. Ja, ja. Ah, ich sehe auch gerade irgendwie, es kann ja auch sein, dass wir eventuell auch wieder ein bisschen mehr Geld bekommt. Bei mir hat es 460 Poké-Dollar gegeben. Okay. Ich weiß es ja nicht. Ich auch nicht. Simka. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, mein Glutexo macht das ganze Rennen hier gerade irgendwie. Apropos, was ich dir auch noch fragen wollte, das kann ich jetzt auch in den Let's Play das sagen, und zwar, bei mir wird es eventuell möglich sein, schon 1080p runterzuladen, aber müsste ich die Datei, so wie sie jetzt ist, dann hochladen. Okay, dann viel Spaß dabei. Das Problem ist halt, ich weiß halt nicht, wie das so funktioniert, so weiß. Ich weiß es das auch nicht. Halt eventuell, also ja, aber du hast da bestimmt größere Ahnung und irgendwie, du kennst dich da dann bestimmt besser aus oder kannst dich bestimmt da dann auch schon gut zurechtfinden. Wollte mal. Naja, sag mal so, du kannst es auch einfach auch einstellen beim Abspeichern von der Datei, wie die Größe ist von dem Video und dementsprechend wird das doch dann gemacht, dachte ich. Oh, bei mir ist auch gerade das Problem, ich habe manchmal immer Frame-Einstürze, aber das ist eigentlich zu verkraften. Na, ich bin gerade die ganze Zeit bei schönen 36. Oh, ich bei 60. Bleib bei 60, so um die 60 immer stehen. Ja, ist doch auch schön. Ja. So, jetzt trifft doch bitte super effektiv. Klasse. Bam. Dat. Und damit ist Raichu auch tot. Und wir haben es geschafft. Hm. Ach ja, falls du noch mal ein Pikachu brauchst, ich habe noch ein paar. Oh, okay. Also hast du welche gefangen oder was? Ja, ich hatte gedacht, oh, hast ja mein Pikachu. Vielleicht kannst du es irgendwann mal tauschen, falls jemand im Chat danach fragt. Ich habe da jetzt, glaube ich, 3 Pikachus noch auf der Box rumliegen. Was? Ja. Lol. Ja. Einfach so, weil ich's kann. Ach so, das gibt dir also dann das Recht, dass du das dann kannst. Alter, ich schlaf. Ist doch schön, dass du schlafen kannst. Ich hab die Nacht auch geschlafen, ja, beziehungsweise den Vormittag. Ja, da wo ich in der Büroschule war, du. Ja, ich hab geschlafen. Nein, ich bin kein asozialer Penner, ich hatte einfach mal einen Tag frei. Obwohl ich doch ein asozialer Penner bin eigentlich, ja.
Boah, warum? Warum? Genau, sag mal, warum? Du kennst doch meinen Lebensstil, das muss ich doch hier nicht noch erläutern vor den ganzen Leuten. So, und jetzt geht's Richtung Dave, zu der Dunkelhöhle. Oh, und jetzt Penny ausnahmsweise mal. Wow, dankeschön, Clary, was? Clefairy. Oh, wie es heißt. Um zurückzukommen zum Asozialsein. Hallo, ich trinke jetzt hier gerade kein normales Wasser oder irgendwas, ich trinke hier gerade ein Bier nebenbei. Hallo? Und ich muss morgen arbeiten. Das ist wohl dann nicht gut, wa? So, und jetzt sag mir nochmal, dass ich nicht asozial bin. Neben mir liegen Haufen Pizzaschachteln, rechts von mir liegen noch 5 Bierflaschen, eine Flasche Wodka, nee, sogar 2 Flaschen Wodka und noch ein bisschen Energy. Oh, die Maus ist im Weg. Oh nein, ein Baumstumpf ist im Weg. Weg damit. Oh. Ja. Los, Tuska, Kratzer. Wollte ich gerade sagen, ja. LOL. Die Dunkelhöhle ist gar nicht dunkel. LOL. Hm? Ja. Warum nicht? Weiß ich gar nicht. Das ist ja voll Beschiss und ich hab mir noch den Blitz geholt. Oh, der ist ja weg. Oh, ja, du bist jetzt gerade in der Dunkelhöhle, ja? Ja. Und das erste Pokémon ist... Na, ich bin jetzt hier gerade beim ersten Kampf auf dieser komischen Route da hin zur Dunkelhöhle. Okay. Ja, nur damit du weißt, wo ich in etwa bin. Scary Face war Grimasse, ja? Ja. Hört sich, glaube ich, auch so ja, an. Ja. Super Sonic. Ey, die englischen Attacken, ey. Oh, hier habe ich ja eigentlich super Karten, würde ich mal sagen. Die kommen ja irgendwie alle mit Pflanzen-Pokémon. Was für ein Level hast du jetzt eigentlich mit deinen Pokémon schon? Kann ich ja eigentlich mal zeigen, das wäre, denke ich, eine gute Idee. Warte, ich mach nur den Kampf fertig, weil jetzt sieht man das noch nicht so richtig. Du kennst es ja, wenn man mitten im Kampf levelt, dann wird das ja noch nicht angezeigt. Mhm. Ich kann ja mal die anderen anzeigen. Dicta Level 22, Kadabra Level 22, Tuska immer noch Level 14, Smetbo Level 24, Pikachu Level 22 und Glutexu jetzt mittlerweile Level 27. Nice, man. Ich sag dir dann gleich mal mein Team. Ja, ja. Mit den Leveln. Dazu muss ich erstmal Geodude töten. Ja, und wie gesagt, auf meiner Box ist noch ein Magneton Level 31 und ein Dodo Level 24. So, ich habe ein Mushas Level 20. Mushas, gracias. Menki Level 20. Dicta ist Level 22. Paras Level 18. Chillock Level 22 und Pikachu Level 19. Und ich habe nicht 6 Stunden lang trainiert. Ich habe ja nicht 6 Stunden lang trainiert, ich habe 6 Stunden lang versucht, einen Shiny zu finden. Ich habe die Dinger nicht mal angegriffen. So viel ich weiß, hat dieser ein einziges Pokémon und das ist ein Phlegmon. Mal schauen, ob unser Glück teilhaben wird. Weil, denkst du, ich sitze da 6 Stunden lang im Vertania-Wald und trainiere meine Pokémon, wo ich den Pokémon Level 3 kämpfe oder was? Naja, also... Der Sinn dahinter, den sehe ich nicht. Weil ich war ja die ganze Zeit im Vertania-Wald, um einen Shiny Raupi zu fangen, weil ich unbedingt einen Shiny Smetbo haben will. Aber leider hat das nicht so gut geklappt. No, Mann. No. Das ist der Wahnsinn. Jetzt habe ich gemeint, der hat nur einen Fleckmon, aber der hat dazu noch einen Dracos und ja, Pikachu in den Kampf geschickt. Oh. Ja, Facepalm. Pikachu, that's enough. Come back. Go Shielder. Ein riesiges Onix Level 20. Und ich setze jetzt mein Smetbo ein. Ja, er setzt erstmal Härte ein. Glaubst du vielleicht, dass die Level automatisch mit dem wilden Pokémon integriert wird? Weißt du, was ich meine? Nein. Dass man nicht overpowered gelevelt dann gegen einen Trainer kämpfen kann, sondern dass der Trainer schon 1-2 Level Unterschied hat entgegen deinen. Also komm. Ach, du meinst jetzt hier die Trainer allgemein auf den Routen? Naja, ich kann jetzt nur mal ganz kurz zurück zum Anfang gehen und da gegen irgendeinen Typen kämpfen, den ich noch nicht hatte und das Ding wird dann Level 5 haben. Er wird jetzt Pokémon mit Level 5 haben. Aber das sind die Trainer sind eigentlich vorgegeben, so von den Pokémon. Weil ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, weil ich kann mich echt gut erinnern, dass der kein Dragosso hatte oder erriege ich mich da? Ich glaube, der hat einen Dragosso gehabt. Ich glaube, ich weiß sogar, wen du meinst.
Fleckmon Level 17 oder was es war, oder 20 und ein Dragossi. Ja, Level 23 ist dieses Fleckmon-Mensch. Ah, so war das sogar. Use Confusion. Oh, der macht natürlich Kraft. Nutexo Level 28. Warte mal, wo kann ich hier irgendwie was Gutes... Raupi Level 20. Oh, als Gegner, das ist hart. Ja, okay, wenn ich jetzt aber versuche zu heilen, das ist halt Shit. Shit. Nicht. Was, du willst ja, Shit rauchen? Mega. Ich hasse Rauch. Ich bin selber kein Raucher und will damit auch nicht in, keine Ahnung, in Verbindung gebracht werden. Nein, meine Mutter raucht und irgendwie rauche ich den, atme ich den Rauch ein, aber dennoch halte ich nicht so. Ja, komm. Ja, Ja, ich lass hasse auch Raucher. Ja, du hast auch Raucher, du scheiß Smoker. Ganz einfach. Smoker von One Piece. Ah! Weißt du was, das wird vielleicht mein neuer Spitzname für dich. Smoker? Ja, hört sich cool an, finde ich. Wie wär's mit Etted? Etted ist auch ein schöner Name. Oh, das stimmt, den habe ich noch nie verwendet, glaube ich, ne? Ja, du sagst immer Eddie, dabei heiße ich nicht mal Eddie. Hey, Eddie! Und? Der iPad sagt auch immer Eddie, ich versteh's nicht. Voll fies. Naja, vielleicht tun sie dich nur ärgern. Lass dich nicht rein. Ja. Auf. So, wieder ein Wanderer. Kleinstein Level 20. Ich wollte eigentlich... Ich habe noch nie einen Kleinstein drin, der fällt mir jetzt gerade mal ein. Dann wird's mal Zeit, oder? Aber Kleinstein ist so ein blödes Pokémon. Geowatz ist cool, aber Kleinstein nicht. Ja, Geowatz. Geowatz. Hey, WhatsApp. 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 Hast es? Ich hab WhatsApp, ja. Gut. Willst du meine Handynummer haben? Komm, ich geb's dir jetzt einfach mal durch. Oh, da ist eine Frau. Oh, da ist eine Frau. Du hast noch nie eine Frau gesehen, ja? Die knall ich jetzt, Alter. Ey, Alter, voll krass, ey. Alter, krass. Alter, krass. Verstehst du? Hier, Dingens, Harry Potter. Ja. Critical Hit. Gibt's da so eine Verarsche von Harry Potter? Der Stein, der... Keine Ahnung, irgendwie... Der Totendichter? Nein. Ach nee, das war der Club der Totendichter. Ups, verwechselt. Irgendwie so eine Verarsche von Scheiß-Harry ist gestorben. Magst du Harry Potter? Hm? Magst du Harry Potter? Ich habe mir die Filme angeguckt und den letzten Teil habe ich mir sogar das Buch angeguckt und durchgelesen. Also ich habe mir... Sagen wir mal, also... Was ich geschaut habe, war eigentlich auch so gut wie alle, Filme. Sagen wir mal, ne? Aber so richtig gut oder cool finde ich den Film jetzt nicht. Also ich bin nicht so richtig der Fan. Der von Fan. Dem. Ja, ist aber echt so, weil ich habe mir gedacht, Zaubereien, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Online-Rollenspiel spiele, dann nehme ich nicht Magier, sondern Krieger oder halt Jäger. Also damals bei meiner WoW-Zeit habe ich auch immer den Jäger genommen, das war cool. Schön Blutelf, ja. Jäger. Oh. Natur, ich mag so mehr Natur, weißt du? What's that? So schlicht dann sein und dann, so, weißt so richtig so Open World. Open World, man? Geilen Grafik und dazu noch, wie soll ich sagen, so eine geile Landschaft und man hockt sich dann hin. Da heißt dann. Ey, ganz kurz mal zwischendurch. Bei mir heißt da unten jemand Mr. Asshole. Okay. Finde ich gerade ein bisschen beeindruckend. Ey, komm! Fleckmon Level 25, die haben doch ein Rad ab. Mauzi Level 23, die haben ein Rad ab. Boah, schau, das... Warte mal. Na, warte mal, was? Ich glaube, das... Mauzi war Level 21 bei mir. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber... Nee, ich bin jetzt hier gerade noch vor der Dunkelhöhle, keine Sorge. Ja, bei der einen Tussi da, ne? Picknickerin oder was? Ja, ist? Ja, die hat nur ein Pokémon, das war Mauzi Level 23. Ja. Ich glaube, bei mir war es Level 21, also genau ich weiß ich... Ich werde deine Folge angucken. Hey... Ausnahmsweise. Ich schenke dir mal einen Klick. Ah, weit. Ich kann weit bis Typ Unlicht gegen ein Lahm, Fleckmon Typ Psycho Wasser. Aber ja, okay, so viel Schaden macht auch nicht, weil es halt auch noch Typ Wasser ist. Deswegen macht es nur doppelten Schaden. Wenn es ja, nur ja, Typ Psycho, ja? Ja. Dann würde das vierfach wirken und dann wäre eigentlich Fleckmon nach zwei Treffern K.O. Aber hier wäre das nicht wie nochmal was. Und wo bist du denn jetzt gerade in der Höhle? Boah, Critical Hit. Bist du schon weit in der Höhle? Oh, ich bin confused. Confused? Ja, nicht so ganz. Boah, ja, aber dann können wir nämlich gleich noch meinen Kadabra mal tauschen, damit ich einen Simsala bekomme. Von mir aus? Ja, ich würde es cool finden, mit einem Simsala hier rumzurennen. Ah, oh, Byte und mein Wartrottel. So, und die Höhle, die ist ja wirklich hell. Na, echt? Ja.
Oh, jetzt muss ich einfach wieder klarkommen, wo das lang ging. Oh, ich muss ja gegen jeden Trainer kämpfen. Ach du Kacke, das ist ekelhaft. Hey, scheiße, warum haben wir mir keinen Schutz geholt? So, jetzt kommt der Pokémaniac. Das ist ein Zubat. Ich renne mit Region. Dragossa. Der Höhen-Sound ist cool, wollte ich gerade sagen. Boah, ich liebe den Sound. Ich habe hier gerade einen Dragossa Level 23 als Gegner. Ich weiß nicht mehr, welches Level der bei deinem Pokémaniac hatte, der gleich der erste Gegner. Ja, ich weiß nicht, ich meine, danach hat er einen Fleckmon. Ja, und das war ja auch Level 23, hast du gesagt, ja? Ja. Okay, dann werde ich jetzt mal gucken, welches Level der bei mir hat. So, auf jeden Fall ist Lutexo jetzt Level 29. Glückwunsch. Danke. Aber ich würde halt nicht nur ein Pokémon trainieren, weißt du? So, ich trainiere auch nicht immer nur ein Pokémon. Nur, ich habe jetzt mal ein bisschen Lutexo trainiert, weil der nächste Orden ist ja dann der... der Blattorn oder so? Ich bin mich nicht ganz sicher und das Problem ist bei mir jetzt, es sind eigentlich wir alle Pokémon gleich K.O. Aber warte mal, aber... Aber ja, Fleckmon ist bei mir Level 23. Ach, scheiß Tabulator-Taste, was ist das? Nee, ich suche jetzt gerade... wie soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich weiß es nicht. Weg. Und Pikachu ist Level 23, glaube ich jetzt, oder? Herzlich. Und, yep, hat's geklappt. Ja, sehr schön. Pikachu, grow to Level 23. Sehr schön. Ach, das läuft doch klasse. Bist du gerade mitten im Kampf oder was machst du gerade? Nein, ich bin gerade vor einer dummen Kuh da. Eine dumme Kuh, dann würde ich mich sagen, beenden wir nämlich jetzt auch hier den Part, oder nicht? Wir sind nämlich jetzt gerade bei 17 Minuten und ich glaube, das reicht. Ja, einen Moment, ich schaue nur, ob vielleicht die Marianne Magpi tauschen möchte, weil die ist gerade in einen Kampf verwickelt und ich möchte sie nicht damit stören. Du willst einen Magpi haben? Ach komm! Was willst du denn damit anrichten? Ich habe kein einziges Pflanzen-Pokémon in meinem Team. Warte, jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Ich habe Paras. Das ist auch das einzige Trade. Langt mal. Okay, beenden mal. Alles klar. Gut, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Poker MMO. Mein Name ist DDP und das war der Endspiel DFLP. Bis dann, Leute. Jo. Tschüss.